Hallo, liebe Freunde, und willkommen zurück zu einem neuen Part von The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ja, wir sind im letzten Part. Wir haben das Master Schwert bekommen. Und bevor wir uns jetzt auf den Weg machen zu unserer Schwester auf der verwunschenen Bastion, die wir ja jetzt retten können, laut den Aussagen unseres netten roten Leuenkönigs. Und ich, Entschuldigung, dass ich jetzt kurz was esse, aber ich muss kurz einmal einen Happen nehmen. Wir sind ja sowieso gerade auf der Seefahrt und da passiert ja sowieso nicht viel Actionreifes. So. So, bevor wir nämlich uns da aufmachen, möchte ich noch ein bisschen Sidequests hier machen. Vor allen Dingen holen wir uns ein neues Lied, was sehr wichtig im Spielverlauf ist. Und ich sehe gerade, wir haben nur noch 3 Herzen. Das ist ja nicht so schön. Das ist ganz so gar nicht schön. Die Wolken ziehen sich zusammen, nicht, dass hier noch irgendwas abgeht hier. Aber sieht nicht genau aus. So, wir wollen nämlich hier nochmal einiges machen auf Tantopia. Denn da wollen wir uns zuallererst mal ein paar Fotos abgeben. Bei unserem Freund Minitendo. Nein, das wollte ich aber eigentlich nicht. So. So, und zum anderen wollen wir hier uns auch noch eine Schatzkarte holen. Wo ich auch nochmal echt so einen geilen Weg gesehen habe, wie man sich die holen kann. Es gibt nämlich eigentlich, muss man das eigentlich viel komplizierter machen, aber ich finde das eigentlich richtig genial. Ich gucke jetzt auch, dass ich nicht ganz so große Bissen nehme. So. So, hier wollen wir mal unsere Kamera abgeben und da mal unsere 5 Fotos. Oder sind das alles auch die ich abgeben möchte? Ja, die wollte ich alle abgeben, okay. Ja, ich weiß, ich musste ja die Kamera zeigen, ich weiß. Und immerhin das Gute ist, früher war das ja so nervig, da musste man immer einzeln ihm ein Bild geben. Heute oder heutzutage ist es viel angenehmer. Jetzt kann man ihm einen ganzen Satz Bilder geben und er macht daraus die Bilder. Gut, es dauert natürlich immer noch einen Tag, aber das ist schon viel, viel angenehmer. Gut, ich muss dann natürlich immer noch das immer einzeln auswählen, aber früher musste man ja Bild abgeben, dann wieder hochgehen, dann zweimal die kleine Tag- und Nachtmusik spielen, wieder runtergehen. Er ist schon nervig und ich finde, das ist dann deutlich einfacher gemacht hier. Mit der Minitendo-Galerie. Viel, viel einfacher. Ja, und das ist auch gut, dass alle Motive klappen. Das finde ich gut. Aber ich denke mal auch, wir haben das ja, man sieht das ja an dem Symbol, ob das klappt oder nicht. Gut, das wäre es nur soweit. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zur Insel. Hier, er hätte vielleicht zu meinem Boot zurückgehen sollen. Na, egal. Oh, der Briefkasten. Wer hat uns denn geschrieben? Ja, nehmen wir das mal gleich an. Aber vorher nehme ich noch die Tingelbotschaft hier mit. Und dann schauen wir mal an, wer uns hier geschrieben hat. Guten Morgen, ich habe Post für Sie. Hier ist Ihr erster Brief. Blech. An das Vorbild meines Sohnes. Ich danke dir, dass du dich für so meinen Sohn eingesetzt hast. Er ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber bitte nimm das kleine Geschenk an, das ich dem Brief beigelegt habe. Es kommt von Herzen. Bitte sei meinem Sohn auch weiterhin so ein gutes Vorbild, ja? Mein Herz mit herzlichen Grüßen, Beizmutter. Ein Herzteil. Ja, das bekomme ich von ihr. Und das ist gut, jetzt haben wir wieder volle Energie. So, und wer hat geschrieben? Nervig hoch 1 Million. Und das nur für eine Karte. Okay, ja, das kann ich verstehen. Die sind ziemlich nervig. Obwohl ich jetzt nicht weiß, wo das Nautodrom gerade ist. Sollen wir noch mehr machen an Zeitquesten? Wäre eigentlich schon gut. Hier mal ein bisschen die Umgebung auskundschaften. Wäre eigentlich schon ganz nett. Na egal, erstmal sollt ihr hier abhauen. Mit unserer Master Sword können wir jetzt viel besser reinhauen, würde ich sagen. So, oder mit unseren Pfeilen geht natürlich auch. Gut, mit dem Boomerang wäre das wahrscheinlich sogar noch besser, eine noch bessere Idee. Aber ich mache das jetzt so. Und ich hau euch wieder mit dem Schwert weg.
So, dann wieder zum Greifhaken wechseln mit der super duper Steuerung. Aber egal. So. Hier lang, dann hier lang. Und das war super duper, dass ich nicht springen konnte. Ah, Konzentration, Jay. Konzentration. Das würde die ganze Sache erleichtern. Würde es. Weil die jetzt sagen, dass ich noch gerade ein bisschen aufgewühlt bin von den ganzen Mega-Entwicklungen in Pokémon X. Naja, gut, ich habe ja sowieso nur eine gesehen. Wow, schnell weg hier vor diesem fressenden Ding. Ich merke... Och, komm schon, Link, was war denn das denn schon wieder? Oh, und hätte sich da doch auch festhalten können. Oh, das ist doch unnötig. Unnötig bis zum... Geht nicht mehr, was will ich damit? Fängt ja schon gut an hier, dieser Part. Wir haben noch nichts geschafft. Oder sagen wir mal nicht viel. So, du haust jetzt erstmal ab, weil du mich hier richtig aufregst. So, ja, wir haben noch nicht viel geschafft und ja. Versuchen hier irgendwas hinzukriegen, was wir aber noch nicht schaffen. So, ich habe eine ziemlich geile Möglichkeit gesehen. Finde ich einfach nur geil. Eigentlich, um an diese Truhe, die ihr da hinten links sieht, zu kommen, muss man eigentlich hochklettern, wo ich es euch damals gezeigt habe, aber das geht auch so. Vor allen Dingen super, dass wir jetzt die volle mal doppelte Magieleiste haben. Deshalb sollten wir da ohne Probleme rüberkommen. Ich habe es ja euch mal gesagt, als wir zum ersten Mal hier auf Tantopia waren. Ach, Wind ist schon okay. Na dann sollten wir da doch rüberkommen. Dann rüsten wir nochmal unser Dekublatt aus. Ich mache das aber lieber auf X. Und dann fliegen wir los. Geschwind. Und kommen an. Ja, eigentlich soll man von ganz oben runter fliegen, aber so geht's ja auch. Finde ich echt geil, diese Methode. Hier, ich kann das euch bestimmt mal zeigen, hier, wenn ich mir mein Fernrohr nochmal eben ausrüste. Genau, eigentlich soll man von da oben runterspringen und dann hier rüber fliegen. Das ist nämlich, wenn man eine Etage höher geht, als da, wo die Mini-Nintendo-Galerie ist. Aber so geht's ja auch. So, und hier, dreimal dürft ihr raten, was hier sich befindet. Es ist eine Schatzkarte. Die brauchen wir natürlich auch. So, ich denke, dann sind wir erstmal auf Portemonnaie wieder durch. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal an hier, was noch so hier ist. Und das war, glaube ich, keine so gute Idee. Ich würde lieber mit dem Wind fliegen müssen. Ich glaube, das wird knapp. Ich denke mal, da wird Link jetzt wohl absaufen. Aber ich denke nicht, dass er das so schafft, bis da hinten rüber zu schwimmen. Aber gut, vielleicht haben wir ja Glück. Und das passt doch irgendwie. Ja, vielleicht, ja doch, dank Terrys Hilfe wahrscheinlich. Terry! Gut. Brauchen wir eigentlich von ihm noch was? Und ich entschuldige mich, wenn ich jetzt gerade so dämlich anhöre. Nee, brauchen wir nicht, okay. Es ist der Tutte mir leid, ey. Und jetzt dürfen wir nochmal da herüber hinschwimmen. Äußerst schlau gemacht von mir. Äußerste Schlaue. So, hab mir nämlich erstmal überlegt, dass wir jetzt erstmal hier die Gegend etwas auskundschaften. Ich werde mal über die Inseln, die hier in der Gegend sind, noch erstmal sparen. Nur damit wir die halt schon mal auf dem Kartenfisch haben, weil das ja auch eine Aufgabe ist. Jetzt mache ich schon wieder Werbung für einen weiteren Let's Player. Das gibt's doch gar nicht. Meine Güte. Aber gut, den kenne ich ja. Gut, ich muss ja meine Meinung sagen irgendwann. Wie ich mir das eigentlich immer aufschiebe. Naja, also... Ja, soll ich das jetzt sagen, oder? Ich kann aber nicht... ich kann mich jetzt nicht erinnern, also jetzt so aus dem Stegreif sagen, für alle 50, die ich abonniert habe. Naja, dann sage ich erstmal die mir auffallen. Also den einen habt ihr jetzt gerade gesehen. Geigeind. Auch Domtendo jetzt genannt. Ja, also... Es gibt Videos und Projekte, besser gesagt, die ich richtig toll finde und gut finde. Ja, aber dann gibt es auch Projekte, die ich weniger mag. Aber gut, das hat ja auch damit zu tun, dass ich mir gesagt habe, ich gucke mir keine LPs
von Spielen an bei anderen, die ich selber mache. Gut, natürlich ist Wind Waker eine klitzekleine Ausnahme, weil die gucke ich ja bei meinem Freund, dem Julian. Und da drüben ist der Fisch, der Kartenfisch. Und durch den habe ich auch erst diese geile Technik da gefunden, da hinzukommen. Oh, das ist ein U-Boot. Sollen wir da hingehen? Ich weiß nicht. Na egal, holen wir jetzt erstmal jetzt ein paar Karten. Und ja, ich denke mal, das passt jetzt eigentlich gut, wenn ich darüber rede. Ich werde jetzt nicht vorlesen, was die Kartenfische zu sagen haben. Ihr könnt das ja selber lesen, wenn ihr lustig seid, oder pausieren. Ich werde jetzt einfach mal überspringen, weil die ganzen Dinge, die wir... Oh. Oh, wir sind schon ein bisschen zu weit gefahren, okay. Ich wollte eigentlich nochmal nach oben, aber okay. Ja, also Guy Kind, wie gesagt. Manche finde ich gut, manche nicht. Ich würde sagen, früher fand ich ein paar mehr gut, heutzutage nicht mehr. Aber gut, das ist halt so eine Entwicklungssache. So, ich denke, dann wäre ich damit erstmal durch. Moment mal, jetzt wollten wir hier hoch, genau. Moment mal, wir sind richtig, ne, nicht ganz so, jetzt sind wir richtig, okay. Ja, dann, was gibt's denn noch? Dann natürlich, wenn ich gerade schon von Julian rede, genau, dann kann ich auch von ihm reden. Julian natürlich, macht auch sehr gute Videos, für mich, für meine Begriffe auch sehr... Oder viel zu wenig Aufmerksamkeit, finde ich. Der macht das sehr, sehr gut. Vor allen Dingen auch, was nicht jeder macht, finde ich, Fire Emblem. Was ich ja auch schon gemacht habe und bald wieder mache, wenn ich sogar schon gemacht... Also, wenn ich schon wieder weitergegangen ist. Ja, und der ist, finde ich, richtig gut. Die Videos und so. Nein, ich wollte nicht das Segel einsetzen. Na, ich bin so... Bäh. Komm her, du komischer Fisch. Ich brauche nochmal neue Ration Futter. Und wer hat schon wieder geschrieben? Mal etwas Urlaub. Ja, das stimmt. So, dann weiteres. Dann gibt's den, wen habe ich noch? Genau, dann den LP Lukas natürlich. Auch sehr gut. Aber was soll ich anderes sagen, wenn er schon mein Freund ist und wir uns immer unterstützen, da kann ich ja eigentlich nichts Schlechtes zu sagen. Aber echt, der macht auch richtig gute Videos. Ja, da habe ich schon gehört, mein Freund, deshalb kannst du auch schweigen. So, dann auf zur nächsten Insel. Na gut, aber Katten lohnt sich eigentlich auch nicht so wirklich. Ja, wir müssen da lang. Das passt eigentlich auch gut, dann gehen wir direkt in der Südseite entlang und dann kommen wir direkt zu der Insel, wo ich auch hin will. Denn da gibt es nämlich bald das neue Lied, was wir erlernen werden. Ja, das passt gut. Dann gibt es natürlich noch, wo ich noch, was mir so auch schon Jake Reif einfällt, natürlich der Element-LP. Macht auch gute Videos, auch wenn... Aber wenn er noch etwas jüngerer ist und da, dass man dann halt ein bisschen verstehen kann, dass das noch nicht halt alles klappt, aber ich finde es auch okay. So, und hier gibt es doch bestimmt die nächste Karte, der nächste Kartenfisch dahinter. Was alles hier auf den Inseln ist, das würde ich sagen, kümmern wir uns ein anderes Mal, weil habe ich jetzt keinen Bock hier da, mich damit rumzuärgern und so rumzuschlagen. Na toll, die habe ich jetzt nicht gekriegt. So, und da nehmen wir diesen Kartenfisch hier auch direkt mit. Und dann ist das alles super. Hm, wen haben wir denn noch auf der Liste? Der mir noch so einfällt. Boah, wen habe ich noch, ey? Boah, fällt mir jetzt sogar da gar nicht ein, ey, was ich noch alles habe. Ja, gut, der stärkt ja das mit Springen auf dem Boot, das weiß ich auch schon alles. Gut, dann habe ich noch einen, der sozusagen ein etwas Vorbild, könnte man fast so sagen, aber auch nur fast. Der sozusagen, ja, an zweiter Stelle ist von, Guy Kind, also nach Guy Kind, nämlich der Looks Like Link, der ja auch viel, viel Zelda macht. Was ich, ja, wo ich auch sagen muss, richtig geil. Und dann noch, der Fire Emblem macht er ja auch. Finde ich auch richtig gut. Auch wenn es aktuell solche Projekte gibt wie Okami oder Paper Mario, wo ich jetzt nicht ganz so für bin. Naja, mal gucken, ob ich die irgendwann mal nachschaue oder so, aber na, ist jetzt nicht ganz so meins. Oh, eisige Insel hier. Komm, und die holen wir jetzt auch noch direkt dabei, die Flasche hier.
Ja, da müssen wir noch einmal nach Süden fahren und dann sind wir eigentlich schon fast da. Ich komme immer an den falschen Knopf, merke ich. Da bist du. Ich komme immer irgendwie an den falschen Knopf. Ganz schön komisch. Ja, aber es fällt mir so echt spontan keiner mehr ein, irgendwie den ich abonniert habe, wo es noch irgendwie. Ja, ich müsste vielleicht nochmal gucken, dann kann ich es euch vielleicht im nächsten Part sagen, aber. Ja, ich weiß auch, dass da wohl ein Schatz ist. Sollte wohl klar sein, aber da kümmern wir uns später drum. So, jetzt werden wir noch einmal nach Süden uns bewegen, und zwar dahin. Und dann werden wir erstmal durch hier. Aber ich brauche nochmal einen neuen Kartenfisch. Items. Also Kartenfisch, ja, den brauchen wir sowieso. Aber neues Futter. So, und wir haben uns nochmal geschrieben. Okay, Herzteil ist gut. Und was das ist, weiß ich nicht. Überspringen wir auch alles erstmal. Na, ja, viel Spaß mit den Herzteilen suchen, Humalo. Ich bin echt flaschengeil. So, denn Lehm. Oh, ein Schatz. Na, den würde ich sagen, holen wir uns direkt. Ich glaube, wir machen auch diese Insel hier, weil das ist eigentlich nicht so schwer. Das machen wir auch, würde ich sagen. Holen wir uns den Schatz hier und machen auch das Rätsel dieser Insel, weil das ist nicht so schwer. Ich sehe gerade auf einem Foto, es gibt die Tingle-Statuen. Hä, wie soll es die denn geben? Ich dachte, es gibt den Tingle-Siever nicht. Ich werde wohl schon noch irgendwie das herausbekommen. Vor allen Dingen, weil wir auch Swingle wollen. Ich hoffe, das geht hier irgendwie, weil ich habe gerade so keine Ahnung, wie man nie kommen soll hier im Remake. Wusstest du eigentlich, dass in Tantopia der Insel was nötig war? Ja, Glühwürmchen weiß ich schon. Die bringen eh nichts mehr. Wie ich ja freudigerweise hier erfahren durfte. So, welcher Schatz wartet denn hier, wenn ich mal so gucken kann? Auf jeden Fall erstmal die Schatzkarten öffnen und ich mach mal auch so, damit ihr das sehen könnt. Das ist wahrscheinlich besser. Hallo? Okay, irgendwie konnte ich gerade nicht steuern. Okay, keine Ahnung wieso. Okay, ein Augenriff. Okay, keine Ahnung, das muss die Tapseninsel sein, glaube ich. Okay, und wo war jetzt die Treppstieginsel? Da ist die Treppstieginsel, okay. So, Segel setzen. Kriegen wir noch. Ja, ich bin echt flaschengeil. Stoppen, 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 stoppen. So. Auf die andere Seite und dann bergen wir. Ja, und dann haben wir auch den Schatz. Hoffentlich ist es was Geiles. Finde ich nämlich ziemlich gut. Ein Herzteil. Sehr schön. Dahin wollen wir. Nirgendwo anders. So. Ja, ich glaube, wir werden das Rätsel hier nicht mehr in diesem... Also das Lied uns nicht mehr in diesem Part holen. Aber dann darf ich noch andere Sachen schaffen. Hier muss ich irgendwie was... Ne, da oben den Block ziehen. Naja, genau. Oder hier erstmal den hier ziehen. Och, würdest du den mal ziehen? Dankeschön. So, damit wir hier schön hochkommen. Ich hätte den auch nicht unbedingt ziehen müssen. Ich hätte eigentlich auch mein Dekoblatt benutzen können. Aber, na, so ist doch besser. So, dann noch den hier rausziehen. Und noch einmal hoch. Und dann sind wir schon am Ziel. Wow, wow, wow. Vorsicht vor dem Schleimi hier. Ich hole mir direkt auch mal den Greifhaken. Und den Boomerang. So, damit wir auch das blaue Schleimgelee hier haben. Moment mal, ich müsste doch auch zu diesem Loch da drüben kommen, ne? Genau, das mache ich auch. Ich brauche keinen Greifhaken. Ich kann doch auch rüberfliegen. Ich brauche keinen Greifhaken. Und ein weiteres Herzteil. In diesem Part kriegen wir, glaube ich, noch einen kompletten Herzcontainer zusammen.
wenn ich das so sehe. So, dann nochmal den Wind ändern. Das können wir ja leider nicht so machen. Ja, nach Osten, dann kommen wir da gut hin. So, und dann würde ich sagen, ja, machen wir das jetzt noch, das Rätsel hier hin, und dann ist mal wieder Zeit, den Part zu beenden. Und direkt ins Loch rein. wir müssen zurück, das können wir noch nicht machen. Das können wir leider nicht machen. Zurück, das können wir nicht machen. Schade. Dann würde ich sagen, segeln wir jetzt auf direktem Wege zu der Insel. Und dank unseres Seelenmeilensiegels dauert das ja nicht so lange. Dreckshai, hau ab. Wir haben uns noch geschrieben. Meine erste Flaschenpost an den Wertenfinder, bitte missbrauche sie nicht als Toilettenpapier. Okay. Soll das eine Anspielung auf Skyward Sword sein? Naja, muss derjenige ja wissen. Und immerhin sind die Haie abgehauen, das finde ich gut. Wie gesagt, wir werden uns wahrscheinlich gegen Ende des LPs nochmal wie schon damals sämtliche Inseln ansehen. Höchstwahrscheinlich. Also werden wir wieder so von unten nach oben ranfliegen. Ja, und dann werden wir das auch tun. So, und ich denke, da müsste die Insel sein. Und ich werde auch nochmal eben speichern, bevor wir da jetzt hingehen. Weil da wird ein Foto sein, welches von enormer Wichtigkeit ist, was ich nur dieses eine Mal kriege. Zumindest war es früher so. Ich denke mal, es wird auch dieses Mal so sein. Und deshalb werden wir mal gucken, dass wir das hier so kriegen. Ah ja, und ich brauche natürlich auch unbedingt meine Pfeile. Die werden da wichtig sein gegen das, was wir jetzt gleich machen werden. So, vielleicht erinnert euch ja noch an damals, sind wir einem Wirbelsturm begegnet. Und jetzt werden wir uns mal anschauen, was dieser Wirbelsturm hier zu bieten hat. Oder wie gesagt, ob der wirklich so gefährlich ist oder nur so aussieht. So, wir werden jetzt nämlich diesmal direkt in den Rhein fahren. Oh, aber wenn da noch ein Kartenfisch auf dem Weg ist, würde ich sagen, nehmen wir den dann noch direkt. Weil die Haifischinsel haben wir auch noch nicht. Und jetzt habe ich schon verraten, den Namen der Insel. Oder haben wir die schon? Ich meine nicht, ne? Nö, haben wir nicht. Okay. So, die holen wir uns jetzt auch noch eben direkt. Und dann werden wir das Lied holen. Und dann, ja, werden wir dann den Part beenden. Ja, was hast du hier wieder zu sagen? Du komischer Fisch hier. Boah, wieder da, wenn man den schon so wütend sieht, den Sturm. Ja, die nächste Insel, die Haifischinsel. Wurdest du schon mal von einem Wirbelsturm durch die Luft geschleudert, Jungchen? Der Gott namens Zyklos, der über den Wirbelsturm befehligen soll, kann sich damit augenblicklich von Ort zu Ort wirbeln. Damit könntest du dir wohl so manchen langwierigen Bootstrip sparen und deine Reisen etwas effizienter gestalten, was? Aber diesem windigen Gesellen kommst du nur bei, wenn du irgendeine Waffe hast, mit der du ihm auch aus einer Entfernung was verpassen kannst. Kannst du mir folgen? Das wärst du halt von mir, bla bla bla. So, und das machen wir jetzt auch noch, aber ich speichere jetzt nochmal, dann ist auch zumindest diese Insel gesaved. Also, dass wir die auf der Karte haben. Ich möchte, wie gesagt, den direkt auf Foto kriegen. Und da ist er. Dreistes Menschlein, dass du es wagst, dich unverfroren einem Gott zu nähern. Spüre den Zorn von Zyklos, dem Gott des Windes, und sei hinfortgetragen von meinem mächtigen Wirbelsturm. So, aber jetzt darfst du mir erstmal schön als Fotomotiv dienen. Reicht das? Anscheinend. Wenn er gut steht, reicht das. So, und jetzt heißt es für uns... Ja, gut. Immerhin habe ich das Foto. Gut, auch okay. Aber ich möchte trotzdem das Lied haben. Nur wo schleudert er mich jetzt hin? Ist natürlich ein Feenkordial. Das ist doch hier in der Nähe, oder? Ah. Bist du unversehrt, Jake? Dieser Gott Zyklos scheint wahrlich einen argen Groll gegen alle Menschen zu hegen. Wenn du das nächste Mal den Wirbelsturm auf See siehst, dann versuche einen Bogen, um ihn zu machen und nicht hineingesogen zu werden. Falls es uns jedoch nicht gelingen könnte, die Kraft des Windes für uns zu nutzen, bla bla bla. Ja, ich weiß schon den Text. Ja, ich glaube, wir sind nur eine Karte weiter. Ja, das lief ja doch sehr gechillt. Ich hatte jetzt die Befürchtung, er wird mich weiter wegschleudern, aber gut. Das ist ja nur ein Feld entfernt. So. So, Zyklos, jetzt wirst du die Rache spüren. Aber immerhin habe ich ihn auf Foto, das reicht mir ja schon mal.
So, ich würde sagen, das packen wir mal auf Y. Da kann ich mich besser, das kann ich dann besser bedienen. Ja, wir müssen ihn nämlich dreimal mit einem Pfeil abknallen und erst dann kriegen wir das Lied von ihm. So, mein Freund hier, jetzt Schluss mit lustig. Ja, den Text kennen wir schon. Ach, er sagt ihn auch nicht mehr gut. So, ich muss jetzt natürlich immer weiter drauf knallen. Da, das war erster Treffer. Nummer 2. Ich kann jetzt einfach, ich ziel einfach gar nicht. So, das ist der Beste. Einfach irgendwie drauf knallen. Das ist der Beste, die beste Idee. Tja, schade, Zyklos. Boah, ist der riesig. Wirklich imponierend, Junge. Und wir so klein. Du bist der Erste, der in der Lage ist, meine stürmischen Bewegungen zu durchschauen. Und wie ich sehe, bist du ein wahrer Meister des Windes. Aber du bist auch in der Lage, diesen Bewegungsablauf zu durchschauen. Unten, rechts, links und oben. Ist doch ein Klacks hier. Und damit hätten wir den Kanon des Sturms. Du hast den Kanon des Sturms erlernt. Wirklich imponierend. Ich bin mir sicher, mein kleines Wirbelstürmchen wird bei einem solchen Meister des Windes wie dir bestens aufgehoben sein. Wenn du also schnell wie der Wind über das große, weite Meer überqueren willst, mach dir mein kleines Wirbelstürmchen zunutze. Tja, ich mache mich dann wohl besser auf den Weg nach Hause. Möge der Wind mit dir sein, Junge. Ja, das freut mich. Gut, dann würde ich sagen, werden wir im nächsten Part noch ein bisschen weitermachen. Und ich denke, wir werden dann auch im nächsten Part zur verwunschenen Bastion uns aufbrechen. Also euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss, euer Jake 125.